Servus Leute, heute habe ich einen kleinen Tag für euch. Ich wurde von der Luisa von Das Bücherregal getaggt und jetzt darf ich den Zombie-Apokalypse-Tag machen. Ja, ich habe mir meine 5 Bücher ausgesucht und jetzt muss ich mal das erste Buch ziehen. Und zwar fangen wir gleich mit Harry Potter an. Okay, was muss er denn nun tun? Die erste Person, die stirbt, muss ich jetzt auswählen. Also gut, schauen wir uns mal Harry Potter an. Wo ist jetzt der nächste Typ? Ah, der nächste ist Griphook. Der dumme Elf, der stirbt als erstes. Oh ja. Schlechte Wahl, ehrlich gesagt. Als nächstes die erste Person, die du den Zombies gibst, um dich selber zu retten. Okay. Was ist da? Blablabla. Steht da irgendein Typ? Oh, fuck. Leider Neville. Also, den Zombies wird Neville vorgeworfen. Verdammt. Arme Kerl. Okay, ziehen wir das zweite Buch. Okay. Oh, cool. Herr der Ringe. Das ist geworden. Und da nehme ich meine extra geile Ausgabe zur Hand, weil sind alle Charaktere in einem. Ne? So, was haben wir denn als drittes? Die erste Person, die zum Zombie wird. Naja, mal schauen, was es für ein Ork trifft oder so. Wer ist es denn? Oh, der Peregrin Tuck, auch genannt Pippin, der wird als erstes zum Zombie. Was haben wir dann als nächstes? Die Person, die dich zum, die dich den Zombies zum Fraß übergibt, um sich selber zu retten. Schauen wir noch mal. Was? Der Streiche? Aragorn himself. Oh Mann, die fiese Sau. Okay, dann kommen wir zum dritten Buch. Und da habe ich dann House of Night. So, was macht der Platz 5? Der Idiot im Team. Einwandfrei. Idiot wird. Na, wer ist denn da? Oh! Die Göttin Nix! Ja,
Der Göttin Nix ist quasi unser Idiot. Naja. Okay. Der Schlaukopf im Team. Okay. Der Schlaukopf im Team. Okay. Was ist denn da in der Nähe? Die Lenobia. Das ist die Pferdeherrin. Die Pferdelehrerin im House of Night. Okay, wir sind so Schlaumeier. Okay, cool. Okay, also immer noch zwei Bücher. Als nächstes haben wir. Hui! Rubinrot, falls ihr es überhaupt lesen könnt. Also gut. Die Person, die alle im Team verarztet. Hm. Okay. Oh, Gideon. Gideon Devalier. Der verarztet uns alle. Saugeil. Cool. Und der Punkt 8. Der Waffenexperte im Team. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wer der Waffenexperte ist. Der überhaupt schon der Typ. Lady Tilney ist der Waffenexperte im Team. Die alte Frau, okay. Naja, vielleicht kennt sie sich ja irgendwie aus und hat Erfahrungswerte wegen ihrem Alter. Okay, dann bleibt nur noch eins übrig. Und zwar sind es die Tribute von Panem. Und da werden wir die Zicke, der Streithahn, erstmal rausfinden. Peter ist derjenige welche. Das ist der Streithahn bei mir im Team. Ja, okay. Und jetzt der Team Captain. Wer ist der Team Captain? Okay. Katniss ist der Team-Captain. Ja, Wahnsinn. Ironfrei. Ja, ist auf jeden Fall jemand Fähiges. So zum Captain bei der Zombie-Apokalypse. Respekt. Vielleicht haben wir ja dann Glück und überleben. Okay. Luisa, bedanke ich mich bei dir fürs Taggen und ich tag eigentlich alle, die den Tag noch nicht gemacht haben und Bock drauf haben. Ne? Und ciao.